Mittlerweile ist Season 2 von The Mandalorian Geschichte. Und wir durften einige der besten Star Wars Momente der letzten Jahre erleben. Die Rückkehr von Boba Fett, Ahsokas und Bo-Katans erster Live-Action-Auftritt und auch die emotionalste Szene, bei der sich niemand wirklich vorstellen konnte, dass sie so passiert. Doch mit der Bestätigung von The Mandalorian Staffel 3 fragen wir uns jetzt berechtigterweise, was erwartet uns eigentlich in der nächsten Season in der Serie um den Helden in glänzender Rüstung? Genau dem werden wir heute auf den Grund gehen. Und damit auch Hello there, liebe Freunde. Egal wie das jetzt gerade wird vom Intro, ich lasse das jetzt einfach drin wegen dem Hund. Heute wird es um The Mandalorian Staffel Nummer 3 gehen, denn die wird uns schon im nächsten Jahr erwarten, ist schon offiziell bestätigt. Und ich habe einige Hard Facts, aber auch Theorien mitgebracht, die euch da draußen verraten und natürlich auch mir bestätigen, um was es nächstes Jahr gehen wird. Grogu ist weg oder auch nicht wirklich. Bo-Katan will das Darksaber, Mandalore muss noch befreit werden und da gibt es ja auch noch The Book of Boba Fett. Jetzt im Video. Zuerst einmal, es gibt ja unglaublich viele Theorien, die im Raum stehen. Und eine davon möchte ich direkt aufgreifen, nämlich ist The Mandalorian Staffel 3 The Book of Boba Fett. Wer die Post-Credit-Scene der letzten Folge gesehen hat, der hat ja auch schon einen kleinen Teaser gesehen und vor allen Dingen auch die Ankündigung. Hier liegt es natürlich nahe zu sagen, okay, Mandos Geschichte ist in irgendeiner Art und Weise schon abgeschlossen, könnte sich die nächste Staffel also auch um einen Mandalorianer, aber nicht diesen einen Din Djarin Mandalorian drehen, sondern um Boba Fett. Und ich denke hier, nein, eher unwahrscheinlich. Eine dritte Staffel ist schon seit längerem angekündigt und soll laut Disney mittlerweile auch offiziell an Weihnachten 2021 erscheinen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Charakter 2 Staffeln lang komplett ausbaut und dann einfach so wegwirft. Außerdem hat man unglaublich viel dafür getan, dass der angebliche Streit zwischen Pedro Pascal, also dem Hauptdarsteller von The Mandalorian, und Disney als Fake enthüllt wird. Zu viel, um ihn fallen zu lassen und sich auf Boba zu fokussieren. Bei Book of Boba wird es, denke ich, erstmal um eine kurz angelegte Miniserie, ähnlich wie bei Kenobi gehen, separat von Staffel 3. Dazu gibt es in den nächsten Tagen noch ein extra Video auf diesem Kanal, also abonnieren lohnt sich. Das schließt natürlich nicht aus, dass wir einen Gastauftritt von Mando in The Book of Boba Fett sehen. Ich denke trotzdem, die Geschichte von Mando ist vielleicht in einer Art und Weise von einer Mission abgeschlossen, aber nicht in der individuellen Geschichte rund um den Mandalorianer. Genauso wie am Ende auch gesagt wurde, Grogu, wir sehen dich wieder. Was könnte also die Story von Staffel 3 von The Mandalorian sein? Eine Sache, die in den Kopf kommt, ist natürlich Thrawn. Ahsoka hat nach Thrawn gefragt. Und hättet ihr mich vor 2 Wochen gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, jo, das ist der nächste logische Schritt. Da jetzt aber die Live-Action-Serie von Ahsoka angekündigt wurde, würde ich dahingehend eher sagen, dass wir die Thrawn-Geschichte und die Jagd nach diesem, inklusive Ezra Bridger, eher in der Ahsoka-Serie verlagert sehen. Die nächste Theorie, die gar nicht so abwegig ist, ist nämlich die Frage nach Grogu. Ist das wirklich hier das Ende mit der Geschichte von Grogu und Mando? Ich denke, nein. Denn auch hier wurde ja schon angedeutet, Mando und Grogu werden sich definitiv wiedersehen. Das könnte auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die nächste Staffel sein. Ist eine Rückkehr von Grogu in späteren Staffeln aber vielleicht nochmal wahrscheinlicher? Zum Beispiel erst in Staffel 4, sodass sich Staffel 3 um ein anderes Problem dreht? Und in Staffel 4 man sich dann vielleicht mit Luke zusammen auf den Weg macht, um eine bestimmte Mission zu erfüllen. Offene Fragen, die insbesondere in Anbetracht der Sequels geklärt werden müssen, sind dazu auch noch zu behandeln. Kylo Ren brennt den ganzen Luke-Schuppen ab. Was ist denn eigentlich mit Grogu? Oder warum heißt der 8. Teil eigentlich The Last Jedi, wenn Grogu potenziell noch am Leben wäre? Heißt das dann, Grogu muss durch Kylo Ren sterben? Und oder wird Grogu gar kein Jedi, sodass Teil Nummer 8 irgendwo noch Sinn ergibt und er kann trotzdem weiterleben? Dazu werde ich auch noch ein separates Video machen, was morgen hier auf den Kanal kommt, mit dem Titel Was bedeutet Lukes Rückkehr eigentlich? Also auch hier abonnieren lohnt sich. Trotzdem, wir widmen uns weiter Staffel Nummer 3. Und das ist ein ganz wichtiger Plotpoint, wo ich mir selber denke, das wird wahrscheinlich die Handlung sein. Und da kommen wir jetzt natürlich zur Eroberung Mandalores. Das wird für mich definitiv ein Punkt und wahrscheinlich auch die Ausgangslage sein, mit der wir Staffel 3 beginnen werden. Die Kultur der Mandalorianer hat in der Serie immer eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Insbesondere die Vereinigung der verschiedenen Häuser wird eine tragende Rolle spielen. Aushängeschild hierbei wird die Beziehung zwischen Bo-Katan und Mando sein. Was ich mir selbst vorstellen könnte, dass hier sogar eine kleine Romanze zwischen Bo-Katan und Mando entsteht, die während der Rivalität ausgebaut wird. Unmöglich ist es auf jeden Fall nicht. Um diese Rivalität einmal anzusprechen, natürlich das Darksaber.
Bo-Katan muss für ihren Plan, Mandalore wieder zu vereinigen, das Darksaber unter ihre Kontrolle bringen. Und wer die letzte Folge von The Mandalorian Season 2 etwas aufmerksamer mitverfolgt hat, der wird auch wissen, Bo-Katan kann dieses Darksaber momentan nicht in Anspruch nehmen, denn sie hat es nicht fair in einem Zweikampf gewonnen. Müsste dazu also im 1 gegen 1 Mando schlagen. Der momentan aber anscheinend gar keinen Bock darauf hat, irgendwo in Richtung Mandalore zu gehen oder ansatzweise da als Mandalore aufzutreten. Und ich denke dementsprechend, diese Story zwischen Mando und Bo-Katan als auch Mandalore wird hier ganz, ganz ausschlaggebend für Staffel 3 sein. Eine offene Thematik, die jetzt aber noch im Raum steht, ist, wer hat Mandalore eigentlich derzeit unter Kontrolle? Ist es irgendein Verbrechersyndikat? Ist es das Restimperium? Oder herrscht dort vollkommene Anarchie? Verschiedene mandalorianische Häuser, die sich im Bürgerkrieg dauerhaft bekämpfen, was Bo-Katan und Mando natürlich noch weitere Schwierigkeiten bereiten könnte, aber auch sehr, 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 sehr coole Möglichkeiten, auch eine Story of the Week aufzudrehen. Verschiedene Häuser werden Step by Step zusammengeführt und am Ende des Tages ist ein ganz großes böses Haus, was sich dagegen wehrt, was man niederringen muss, um Mandalore unter sich zu vereinigen. Für mich persönlich die wahrscheinlichste Storyline. Der Starttermin ist übrigens zu Weihnachten 2021. Das heißt, wahrscheinlich werden wir als erstes die Miniserie von The Book of Boba Fett sehen und dann direkt im Anschluss oder sogar noch währenddessen Mandalorian Staffel 3. Jetzt möchte ich aber nach euren Ideen fragen. Hab ich irgendwas vergessen oder irgendwas übersehen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Was ich euch da draußen anbieten würde, ist natürlich jetzt den Kanal zu abonnieren und morgen vorbeizuschauen, wenn es um Luke Skywalker und seine Rückkehr geht. Denn das wird nochmal ziemlich, ziemlich spannend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut gerne nochmal hier vorbei. Hier packe ich eine Neopixel Lightsaber aus, was absolut insane ist. Als selbstverständlich auch das andere Video, was mindestens genauso gut ist, je nachdem, was euch vorgeschlagen wird. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy.